In vielen Bereichen der metallverarbeitenden Industrie fallen Abfälle an, die mit Ölen, Emulsionen und Schwermetallen behaftet sind und so weder in die Umwelt noch in die Kanalisation gelangen dürfen. Üblicherweise werden diese Emulsionen mit Spalt- und Flockungsmittel behandelt. Bedingt durch den hohen Kohlenwasserstoffanteil mit mehr als 10.000 Milligramm pro Liter entsteht ein hoher Chemieverbrauch mit hohen Kosten und einer großen und immer noch umweltschädlichen Abfallmenge, die zudem kostenintensiv entsorgt werden muss. Einen ganz anderen Weg geht die Firma AWAS International. Wir haben uns im Zuge der Erneuerung der Spänelagerung vor ca. 2 Jahren für die bestverfügbare Technik entschieden. Dadurch sparen wir Kosten ein, haben unsere Prozesse optimiert und haben einen hohen Umweltstandard im Betrieb. Die AWAS-Anlage besteht aus dem neu entwickelten organischen Spalter AWAS ORG06, der aus der Emulsion einen Leichtstoff gewinnt und diesen dann per patentierten AWAS-Abscheider automatisch und direkt in einen Öltank ableitet. Das Öl kann daraufhin thermisch wiederverwendet werden. In der nachfolgenden Flotationsanlage werden insbesondere die Schwermetalle und geringe Restkohlenwasserstoffe entfernt und das so optimal gereinigte Wasser in die Kanalisation geleitet. Bei dem Betriebnahme der Anlage haben wir natürlich gleich durch ein Labor Analysen anfertigen lassen und geschaut, ob die versprochenen Werte eingehalten werden. Hier sieht man deutlich beim Kohlenwasserstoffindex von 0,47 Milligramm pro Liter, dass wir den Grenzwert von 20 Milligramm deutlich unterschreiten. AWAS verwirklichte hier den gesetzlichen Grundsatz der Abfallvermeidung mittels Regeneration von Energieprodukten bei gleichzeitiger exzellenter Problemabwasserreinigung. AWAS hat mit dieser Neuentwicklung den Stand der Technik neu definiert.